Also Bits, Bytes und Bauernhof. Komische Kombi. Schauen wir mal. Wir sind jetzt hier in München bei Jugendhackt. In den Pfannywerken bedeutet, früher haben die Bauern ihre Kartoffeln hierher gefahren. Also ein toller Ort für einen Hackathon. Ja, den Kleinen, wer kennt den? Der Wally. Wally nach dem Motto, der Letzte räumt die Erde auf. Was hat der mit der Landwirtschaft zu tun? Wie kann Digitalisierung und Robotertechnik uns bei den Fragen der Landwirtschaft helfen, bei den großen Herausforderungen? Zunächst ein kurzer Blick in die Agrarlandschaft oder was bedeutet Landwirtschaft? Früher, wie man hier sieht, war noch viel Handarbeit. Das war die Zeit von unseren Großeltern. Viele Arbeitskräfte auf dem Acker. 50 Jahre später schon Hightech sozusagen. Viele Maschinen, große Geräte, weniger Arbeitskräfte, aber auch mehr Ertrag, der produziert wird. Bleibt die Frage, okay, blicken wir mal 50 Jahre weiter, wenn dann wir unseren Kindern erzählen, wie es bei uns damals war. Sieht es dann so aus? Roboter, Drohnen, Hochhäuser, Windräder? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt ein bisschen hineinblicken, was möglich ist, was es bereits gibt und was auch mal war. Die großen Fragen der Landwirtschaft heruntergebrochen: Lebensmittelsicherheit. Wachsende Weltbevölkerung bedeutet, wir brauchen Lebensmittel für alle auf dieser Welt. Ein besserer Umweltschutz in Zeiten von Biodiversitätsfragen und Artensterben ist dies natürlich auch ein großer Punkt. Dann mehr Tierwohl. Wir möchten die Tiere noch besser halten, sorgen dafür, dass sie gesund sind und natürlich den Bauernhof auch als attraktiven Arbeitsplatz für junge Leute, für Hofnachfolger und vielleicht auch für Externe am Leben erhalten. Die große Frage: Kann die Digitalisierung dabei helfen? Das möchte ich jetzt anhand von zwei Beispielen kurz erläutern, also eine kleine Exkursion in die Landwirtschaft. So, diese zwei Freunde hier, die bringen uns jetzt zum nächsten Punkt. Woher kommt die Milch? Oder besser gesagt, wie bekommen wir unsere Milch? Hier ist sozusagen unser Großvater, der auf dem Schemel noch per Hand gemolken hat. Dann die Melkmaschine. Bedeutet, ich habe schon ein Gerät, das ich an die Kuh setzen kann und ich muss so nicht mehr mit der Hand arbeiten. Somit kann ich natürlich auch effizienter arbeiten, mehr Milch produzieren, mehr Kühe halten. Gibt es da jetzt noch etwas anderes, das man machen könnte? Ja, der Melkroboter. Die Kühe können jetzt automatisch, immer wann sie Lust haben, in einen Roboter gehen und sich melken lassen. Ist die Frage, was bringt das uns jetzt? Drei große Punkte. Zum einen, der Roboter arbeitet jeden Tag gleich. Der Roboter hat keinen Liebeskummer. Der Roboter geht nicht spät ins Bett. Der Roboter wird nicht müde. Bedeutet, er kann 24/7 arbeiten. Die Kuh melken, die Kuh immer gleich anfassen. Auch ein Vertrauen aufbauen. Dann kann ein Roboter auch Daten ablesen, Daten speichern. Kühe haben mittlerweile Chips in die Ohren, Chips unter der Haut oder auch Chips im Pansen, die immer wieder Daten senden. Bedeutet, ich kann nachsehen, welche Körpertemperatur die Kuh hat, was die Kuh für ein Fressverhalten hat, ob die Kuh sich normal bewegt, ob sie ihre Ruhezeiten einhält. Und so kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, ja, wie die Kuh sich fühlt, ob ich die Kuh behandeln muss. Bedeutet natürlich, ist natürlich wichtig für Betriebe, die sehr, sehr viele Tiere haben und nicht mehr die 5 Kühe von früher, die man jeden Tag selbst streicheln hat können und fragen können: Du Bertha, wie geht's dir? Genau. Das bedeutet eben, ich habe mehr Tierwohl und alles trägt eben auch dazu bei, dass der Landwirt sich anderen Aufgaben widmen kann und nicht mehr diese monotonen täglichen Routinen abspielen muss. So, zweiter Punkt: Es werden auch Lebensmittel auf dem Acker produziert. Das ist das Space Shuttle der Landwirtschaft. Die gehen noch ein bisschen mehr Hightech-mäßiger. Es gibt unglaublich viele Knöpfe, Hebel, ja, auch Tablets, die Daten anzeigen, Daten rund um den Acker. So ein Gerät kann eben viele Werte aufnehmen. So, Blick wieder: Wie bestellen wir unsere Felder? Zum einen der klassische Traktor mit Fahrer, den vielleicht jeder kennt, den man mittlerweile auch schon über GPS fernsteuern kann. Schritt weiter: Was machen wir jetzt, wenn da gar kein Fahrer mehr drin sitzt? Wie würde denn das aussehen, wenn auch gar keine Fahrerkabine mehr da wäre? Sieht ein bisschen auch wie so eine Mondlandschaft aus. Das ist jetzt ein autonomer Traktor, der darf so noch nicht draußen fahren, aber er steht schon in der Garage bei den großen Herstellern, der ganz ohne Mensch, also mit einem Mensch auf sich fahren kann. Gut, was wäre jetzt noch möglich? Vor allem war dieser Wally am Anfang, der Roboter.
Es gibt auch solche Roboter, die bei uns die Felder aufräumen. Bedeutet, die Unkrautjäger, die gezielt Düngemittel ausbringen können. Das wird unser Mars Rover in der Landwirtschaft. Das alles kann man mittlerweile vernetzen. Ich kann also über meinen Computer auf diese ganzen Geräte zugreifen und diese Geräte, die können mir auch Daten senden. Ganz einfach die Umgebungstemperatur, die Bodengüte, also die Bodenqualität, die Bodenfeuchte. Und anhand dieser Daten kann ich dann den optimalen Aussaatpunkt oder die optimale Aussaatbedingung für meine Pflanzen bestimmen. Das sehen wir hier im Punkt 2. Der Traktor kann diese Daten erfassen und dann kann ich sagen, okay, ich kann optimal an die Pflanze gerichtet minimal Dünger ausbringen, Pflanzenschutz ausbringen. Bedeutet, ich muss nicht so viel ausbringen und es geht dann nicht in den Boden, der Überschuss. Dann natürlich autonomes Fahren bedeutet, ich kann länger arbeiten, ich kann genauer arbeiten und ich kann auch länger genauer arbeiten, weil jeder merkt es, man wird müde beim Arbeiten, auch der Landwirt wird auf seinen Traktor müde. Bedeutet, mit so einem Roboter kann man eben effizienter produzieren. Neben diesem Punkt Umweltschutz ist dann wieder der große Punkt, ich habe Zeit für andere Aufgaben, ich kann andere Betriebszweige aufbauen, mich anderen Sachen widmen. Gut, wir haben gesehen, das sind Möglichkeiten, wie Digitalisierung die Landwirtschaft verändern kann. Großes Thema ist Nachhaltigkeit, auch im Bereich Landwirtschaft. Hier sieht man das Nachhaltigkeitsdreieck. Diese ganzen Techniken ermöglichen es eben, dass ich naturnäher arbeite, ökologischer, dass ich ökonomischer arbeite, dass für den Landwirt und für den Verbraucher ein vernünftiger Preis am Ende dabei rauskommt und dass man auch sozial fair arbeiten kann, dass niemand in diesem System irgendwo links oder rechts liegen gelassen wird. Das wäre die Vision, wo die Digitalisierung einen kleinen Beitrag dazu leisten könnte. Ja, und dann, ich sage mal in 50 Jahren, wenn man dann wirklich dieses Bild sieht, dann hoffe ich, dass der eine oder andere vielleicht an mich zurückdenkt. Wenn dann eine Bauer und Kuh auf dem Acker sitzen und ihre Drohnen zusehen. Genau, bei Fragen zu dem Thema kann man sich gerne an mich wenden. Vielen Dank und noch viel Spaß.